Kenshin Funakoshi ist der Begründer des Shotokan-Karate. Im Jahre 1922 verließ er Okinawa, um auf die Hauptinsel Japans zu gehen, wo er sein erstes Dojo im Jahre 1924 in Keio eröffnete. Von all den Schülern, die er Karate lehrte, sind heute noch etwa 1000 Karatekas auf der ganzen Welt verteilt. Die letzten vier, die noch selbst Karate praktizieren, sind in Keio und öffnen heute die Tore dieses legendären Dojos für uns.